Ah, Spelunky. Oder Spelunky. Eigentlich Spelunky. Willkommen zu meinem Let's Play von Spelunky. Spelunky ist für diejenigen, die Rick Dangerous noch kennen. So ähnlich ist das, also so empfinde ich es zumindest. Man spielt diesen kleinen knuffigen Typen mit der roten Nase hier. Bewaffnet mit Schlapphut und Peitsche. So eine dezente Anlehnung an Indiana Jones. Und man erforscht zufällig generierte Dungeons. Was natürlich dadurch recht interessant ist und einen hohen Replay-Value hat, wie man das so schön nennt. Außerdem kann es zu recht interessanten Toten kommen, weil das so Sandbox-artig ist. Aber ich denke mal, ich zeige euch das am besten. Wobei ich vorher nochmal euch ganz kurz zeigen will, wie das Spiel bis vor kurzem noch aussah. Also das hier ist jetzt die neue HD-Version für Steam und man muss sie kaufen und was weiß ich. Ich hatte das aber schon mal gespielt. Aber das ist so lange her, dass die meisten Leute das nicht mehr kennen werden. Das war nämlich Ende 2011. Da hatte ich ein Silvester-Special gemacht mit meiner Frau und meiner Mom, die ich dann vors Mikro gezerrt habe. Und die mussten dann erklären, wie das Spiel funktioniert. Ja. Drum ein hyperaktives Frettchen. Macht seine Gegner kaputt, sammelt wieder sein Feuer ein. Das ist wie ein bisschen so wie so ein Eichhörnchen, das immer seine Nuss trägt. Voll süß. Bin ich süß. Falls ihr euch das mal antun wollt, links unten in der Beschreibung. Aber ja, jetzt wollen wir das Spiel angucken. Ich musste mich schon richtig zurückhalten. Also das Spiel zu spielen, denn es gibt da wohl doch recht viele Statistiken, Bestenlisten, Daily-Missionen und so weiter, die ich alle nicht machen will, ohne dass ihr dabei seid. Deswegen halt zurückhalten. Ich war den ganzen Tag schon, ich will jetzt spielen, ich will jetzt spielen, ich will jetzt spielen, aber ich konnte nicht aufnehmen. Aber gut, spielen. Tagesaufgabe ist das, was ich eben gerade meinte. Es gibt wohl jeden Tag ein Abenteuer, das man machen kann, um so in der Bestenliste aufzusteigen oder so ähnliches. Und Todeskampf ist wohl PvP. Aber da ich das Spiel seit 2011 nicht mehr gespielt habe, denke ich mal, wir sollten erstmal Abenteuer nehmen. Begib dich auf die Suche nach dem legendären Olmec-Schatz. Geh alleine oder mit deinen Freunden? Oh, sehr schön. Man kann das jetzt zu mehreren spielen. Aber ich denke mal, ich werde es alleine spielen wollen zuerst. Spieler 1. Achso, ist das Hot Seat? Ja, okay, das könnte natürlich sein. Aber gut, wir haben Spieler 1. Und wir können wohl aussuchen, wen wir spielen. Was? 1, 2, 3, 4, 16. Oh, es gibt 4 und 16 weitere. Das könnte natürlich sein. Aber nee, ich spiele ihn hier. Den Standard-Männigen. Genau. Schwupp, 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 schwupp. Runter da. Ploing. Genau wie im Original. Nur jetzt sieht es halt besser aus. Hops, hops, da kann man noch nicht rein. Also wie war die Steuerung noch? Okay, A, springen, Shift laufen, Buch, Buch. Du hast dein Tagebuch gefunden, drück Back, um es zu öffnen. Das wäre Select, richtig? Jo. Hallo, mein Name ist Young und dies ist mein Tagebuch. Staubige Karten und Gerüchte von erstaunlichen Schätzen haben mich hierher tief unter die Wüste gebracht. Dieser Ort ist irgendwie seltsam. Der Aufbau scheint sich die ganze Zeit zu verändern. Ja, wie gesagt, random generierte Dungeons, ne? Man sieht nie denselben Raum zweimal. Ob das wohl der legendäre Olmec-Fluch ist, der die Höhlen auf ewig in die... Was? Der die Leute auf ewig in die Höhlen einschließt? Ich schiebe den Gedanken beiseite und konzentriere mich stattdessen auf den Schatz. Wenn ich die Grundlagen der Bewegung des Kampfes beherrsche, werde ich als reicher Mann zurückkehren. Oh? Oh, es gibt jetzt ein Tutorial. Also ein richtiges. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab. Also ja, A springen. Und an Kanten... Das ist sehr cool. An Kanten kann man sie auch hochziehen und auch abhangeln. Ja, kann man auch abhangeln. Sehr gut. Und auf Schlangen kann man, glaube ich, raufspringen oder sie peitschen mit A. Nee, X. Zoing. Zoing. Ja, ein schöner... Oh. In schöner Mario-Manier einfach raufspringen. Fallschaden gab es, glaube ich, auch noch. Müssen wir also vorsichtig sein. So, R drücken für Laufen und A für einen langen Sprung. Hops, hops, hops.
ist ein wenig ungewohnt für ein Tutorial, dass man Auswahlmöglichkeiten hat. Hey, zum Geier komme ich da oben ran. Achso, hier rum. Steuerkreuz oben, unten für Klettern. Mhm. Ah, hier kommen wir nach da oben. Zing, 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 zing. Wir haben schon 5800 Gold, 7600 Gold und es wird immer mehr. Das da sieht interessant aus. Wie komme ich darüber? So nicht. Aber ja, das Gold ist dafür da, einmal um zu gucken, wie toll man ist. Und man kriegt, ich glaube, auch extra Leben, da bin ich mir nicht mehr sicher. Und man kann mit dem Gold auch bei Händlern einkaufen. Also sowas wie Bomben und Seile und Waffen und dergleichen. Das kommt mir ein bisschen so vor wie bei Zelda, die Shops. Vom Aufbau her. Also sie haben immer nur 3-4 Produkte und das war's dann. So, und du bist gepeitscht. Das hier sind übrigens tödliche Stacheln. Also Instant-Tod. Was richtig übel ist. Aber gut, wenn man auf derselben Höhe ist wie die Stacheln, kann man allerdings durchlaufen. Zing. Sehr gut. Das Gold da oben will ich auch noch haben. Boah, das braucht erstmal eine Weile Gewöhnungszeit, denke ich. Aber es kommt langsam wieder. So, rechte Maustaste. Nee, rechter Mausbutton. Das ist gar keine Maus, das ist ein Controller, verdammt. Die Reise war schwieriger, als ich dachte. Ich bin in Stachelgruben gefallen, in Fallen gelaufen und wurde von Monstern angegriffen. Also eigentlich habe ich keinen einzigen Schadenspunkt bekommen. Doch ganz gleich, was auch passiert, ich bin immer wieder am Eingang der Mine aufgewacht. Es ist fast so, als würde hier unten selbstgefahrter Tod die Orientierung verlieren. Und er hat nur 4 Finger. Also 3 Finger und einen Daumen. Trotz dieser unheimlichen Ereignisse bleibe ich auf die anstehende Aufgabe konzentriert. Ich schreite eifrig voran und habe dabei Ruhm und Reichtum im Blick. Aber wenn man unsterblich ist, dann könnte mir Ruhm und Reichtum auch egal sein. Aber okay, jedem das seine. Hops. So, jetzt wird uns erklärt, dass wir auch peitschen können. Und zwar auch Kisten peitschen. Und wir kriegen unsere ersten Bomben. Neuer Tagebucheintrag, Beck. Ah, sehr schön. Jetzt wird einem auch mal erklärt, wofür alles da ist. Und es gibt doch ein paar mehr Seiten mit Objekten. Oh, sehr schön. Wir haben richtig viel dazu gepatcht in den, 2,5 Jahren. Wer hätte das gedacht? Monsterobjekte fallen. Schlange und sonst so nichts anderes. Okay. Ja, mit einem Grund, warum es gut ist, dass ich gewartet habe für euch. Und nicht nebenbei so ein bisschen vorgespielt. Denn sonst wäre das Tagebuch halt dementsprechend auch schon zugemüllt. Und unsere Highscores und was weiß ich. So ist das jetzt richtig alles schön im Let's Play drin. Oh, da oben ist eine Fledermaus. Die fand ich mal nervig. Alle hopp. Alle hopp. Oh, oh. So, Ducken und B für Bombe legen. Hier? Bam. Das Terrain ist übrigens vollständig zerstörbar. Was ganz interessant ist. Wie benutzen wir dich? Seilhaufen. Jeder Forscher braucht Seile, vor allem um schwer zugängliche Orte zu erreichen. Ja. Müssen wir gleich noch gucken, welche Taste das ist. Aber genau. Das komplett zerstörbare Terrain ist sehr interessant. Zum Beispiel sieht man ja rechts von uns hier diese größeren Goldvorräte da. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach lang bomben, müsste eigentlich das Gold auf dem Boden liegen bleiben. Genau, da sind jetzt die Goldklumpen. Die können wir einsacken für Punkte. So kann man auch ein bisschen was dazu verdienen. Und hier wird erklärt, wie es im Seil funktioniert. Y. Haha. Wir sind ein Ninja. Zing. So. Zing. Das ist alles für einen Goldbarren, aber okay. Hops. Schwung. Schwung. Bisher läuft das richtig gut. Also ich frage mich schon, wie das später im richtigen Spiel wird. Allgemein, es gibt nicht nur diesen Dungeon hier, also von einem Stil her. Sondern damals, als ich gespielt hatte, kannte ich noch 3 andere, die dann halt dementsprechend immer schwieriger wurden. Bin gespannt, wie viele es hier inzwischen gibt und wie die aussehen. Und das können wir alle schön zusammen gucken.
So, die Steine kann man bewegen, das weiß ich auch noch. Ich hoffe mal, das Gold wird irgendwie übernommen aus dem Tutorial. Weil sonst macht das, was ich hier gerade mache, überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls nicht wirklich. So. Alio. Geronimo. Links und RT, um Gruben rüber zu laufen. Ernsthaft? Das geht? Du willst mich nicht umbringen, du doofes Schild. Nee, das geht. Oh, okay. Ich muss mir nur ungefähr die Breite merken. Sonst könnte das ein Problem werden. So, und das bomben wir jetzt mal weg. Laufen ganz schnell. Schwung, Schwung. Oh, so. Moment mal, was ist da links? Da sind Kisten. Peitsch. Peitsch, peitsch. Oh, okay. Nicht aus Versehen die Stacheln und laufen. RB. Was fehlt denn jetzt noch? Ich glaube nicht mehr viel. Neulich hatte ich am Ende der Minen einen Einblick in ein üppiges Paradies. Ah, das wird das nächste Level sein. Also die nächste Etage quasi. Wie kann so weit unter dem Erdboden nur ein solcher Ort existieren? Und was liegt dahinter? Die Hände der Höhlen reden von noch fabelhafteren Gewölben weiter unten. Von Ruinen aus Gold. Allein die Idee bringt mein rastloses Herz zum Rasen. Ja, das ist ein Zwerg. Oder sowas ähnliches. Aber es gibt auch noch ein Tutorial. Kriechen und... Ah, Steine werfen. Stimmt, da war was. Also erstmal Peitsch. Unten und... Wo zur Hölle ist X? Da ist X. Und die kann man jetzt auch werfen. Ah, ich bin ein Assassine. Ein Stein-Assassine? Okay, oder auch nicht. Oh, 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 oh. Peitsch, 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 peitsch. So, den Rubin da will ich haben. Also ducken, Bombe schmeißen. Zing. Das da unten sieht komisch aus. Oh, ein Götze. An den erinnere ich mich, der macht böse Sachen. Also er bringt richtig viel Gold. Das wollte ich gar nicht. Aber okay, Stacheln sind weg. Der Götze bringt richtig viel Gold, aber dann passieren irgendwelche komischen Sachen mit dem Level selber. Also eine riesige Indiana Jones Kugel oder Explosion, also Gedöns. Ich würde gerne runterfallen. Danke. Wow. Guck mal, was hier passiert. Erstmal hätte ich gerne einen leichten Zugang nach da unten. So. Und das Ding können wir nicht einfach so aufheben. Das müssen wir auch rumtragen. Und es passiert gar nichts? Okay, vielleicht weil es das Tutorial ist. So, du gehst mal nach unten. Tonk. Seil. Peitsch, peitsch. Es gibt übrigens noch ein, zwei Sachen, die man so rumtragen kann. Unter anderem auch Blondinen. Das ist sehr lustig. Also nicht für die Blondine. Wenn man die Blondine mit zum Ende des Levels bringt, kriegt man extra Leben, weil sie einen küsst. Oh, oh, das wollte ich nicht. Kriegt man extra Leben. Man kann die Blondine aber auch benutzen als Waffe quasi, so ähnlich wie das Idol jetzt auch. Das habe ich ja auch gerade geworfen. Das kann man auch mit der Blondine machen. Ja. Willkommen in Kevins Gewischtwarenladen. Was machst du hier unten, Kevin? Bomben verkaufen. Aber wir haben 8 Bomben, wir haben noch Seile. RB. Ja. Bei den Jungs muss man vorsichtig sein. Man muss die Sachen übrigens nicht kaufen, man kann sie auch stehlen. Indem man einfach runterdrückt und dann aufnehmen. Aber dann wird Kevin ganz schön krantig. Oder wie auch immer der Händler zu dem Zeitpunkt heißt. Sollte man also nur machen, wenn man sich wirklich sicher ist, was man da tut. Früher wurde man sonst mit einer Schrotflinte erschossen. Erschlagen wäre genauso schlimm. So. Bumm. Peitsch. So, da ist die Blondine. Oder jedenfalls ein Bild von ihr. Du kommst mal mit. Wir kürzen mal diskret ab. Wo muss denn überhaupt hin? Können wir damit laufen? Nein. Ah, ich bin noch gelaufen. Warum kann ich nicht mehr?
Achso, falsche Taste gedrückt. So, peitsch, peitsch. Peitsch. Lauf, 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 lauf. Au. So. Weg, 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 weg. Tada! 5000 Gold. Ja. Okay. Ich würde gerne die Decke wegsprengen, aber ich glaube, das... Wow. Das klappt so nicht. Also müssen irgendwie anders wieder nach oben kommen. Hier. So, wo ist die Blondine? Da ist die Blondine. Du, komm mal mit. Zong. K.O. geschlagen. Was passiert, wenn sie aufwacht? Das kenne ich noch gar nicht. Oh. Hops. Erinnert so ein bisschen an Höhlenmenschen. Einfach K.O. schlagen, mit in die Höhle schleifen. Tada, neuer Tagebucheintrag. Frau. Bring hilflose Frau zum Ausgang, um mit einem Kuss belohnt zu werden. Okay. Happy. Wer auch immer dieses Tagebuch in den Händen hält, ich hoffe, es wird von Nutzen sein. Mir hat es gute Dienste erwiesen, doch ich brauche es jetzt nicht mehr. Ich steige hoffentlich ein letztes Mal in die Höhlen hinunter und ich kehre erst zurück, wenn ich den ultimativen Schatz in den Händen halte. Oder warten noch größere Genüsse darauf, entdeckt zu werden. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Süß. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet den Eingang zu den Minen. Folg meiner Spur, wenn du es wagst. Viel Spaß beim Forschen. Young. Nope, werden wir haben, denke ich. Also ja, die Farben gefallen mir sehr. Das ganze Design ist schön stimmig. Und gleich einmal rein. Achso, Saladebildschirm. Dachte schon, was zur Hölle. So, Minen. 1 zu 1. 1 heißt, dass es die erste Art von Dungeon ist. Also die Minen. Und danach kommt das Level. Ich glaube, das waren... Oh. 5-mal ein Design. Also jetzt 5-mal die Minen und danach kommt das nächste Design. Oh, doofe Schlange, was machst du da drin? Maus ist auch... Ich sollte wesentlich vorsichtiger sein. Achso, du bist gar kein Gegner. Warte mal. Haha, ich habe eine Ratte gefangen. Was kann ich damit jetzt machen? Oh, au, oh, okay, Fallschaden. Wir haben nur noch ein Herz. Das erste Leben läuft schon mal nicht so gut. Und da ist eine Spinne. Oh, oh. Im Tutorial habe ich mich irgendwie besser angestellt. Aber da waren noch keine verdammten Schlangen und Spinnen in den Vasen. So. Komm schon, gib mir mehr Gold. Peitsch. Ich glaube, ich... Das war falsch. So. Die Musik macht manchmal so komische Aussetzer. Ich glaube, es hat damit zu tun, was ich gerade im Spiel gemacht habe. So, wir hätten gerne... Das da. Das da. Was macht das Spinnennetz? Klebt das fest? Ja, bewegen uns langsamer in Spinnennetz. Ne? Das ist okay. Runter. Peitsch, peitsch. Oh, sehr schön. Oh, au. Hm. Durchbohrt. Young hatte recht, der Aufbau der Höhlen verändert sich ständig. Geld 11.100. Zeit 1 Minute 51. Und irgendjemand schreit im Hintergrund um Hilfe. Das wäre eine Blondine gewesen. Fortsetzen oder schneller Neustart? Was ist... Wie jetzt? Fortsetzen? So, hier geht's wieder in die Minen. Was ist hier? Tutorial? Nein, nein, ich will nicht. Ich will nicht. Hauptmenü. Ja. So. Jetzt können wir ganz normal das Abenteuer machen.
also jetzt wieder in die Minen gehen und ganz normal weitermachen. Ich hoffe, für euch war das soweit ein guter Einblick, worum es im Spiel geht. Also Gold sammeln, überleben und nicht von riesigen Steinen erschlagen werden. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich dann wahrscheinlich die Tagesaufgabe versuchen werde. Einfach nur, weil es jeden Tag machbar ist und ich nur jeden Tag dazu komme, höchstens 2 Folgen aufzunehmen. Also können wir das am Anfang immer machen und danach dann mit den Minen normal weitermachen und üben. Also ja, dann bis gleich.